Handtuch, hallo? Handtuch, wo bist du? Melde dich, sag mal hallo. Nee, lieber nicht, sonst kriege ich hier eine Krise. Ach da, okay. Eine Pfeife, ein Flieg und ein Fernglas. Pfe und Öff. Okay. Fernglas, was noch? Eine Pfeife. Öde Pfeife. Wo steckst du denn? Ich bin blind. Ich sehe es nicht. Nutzen wir mal die Kreissäge. Okay, komm, Tipp. Ach da? Okay. Was kriegen wir? Messflaschen. Zwei Messflaschen von unterschiedlicher Größe und Kapazität. Okay. Wozu brauchen wir die denn? Ja, zurück zum Auto. Ich brauche jetzt nichts aus dem Kofferraum. Also liegt es doch nicht im Kofferraum, sondern wir müssen es suchen. So, was brauchen wir? Banane, Klebeband, Buch, bla. Banane. Klebeband haben wir hier. Ein Buch. Pilz. Wo bist du denn? Hallo. Ach, da oben. Eine Spinne. Ich will die aber nicht anfassen. Knoblauch. Flaschenverschluss. Könnte das... Ah, ein Kronkorken, okay. Perle. Ein Boot. Ach, diesmal war doch das Boot gemeint. Okay. Armbanduhr, Ahornblatt, ein Fest. Das ist das da. Hier habe ich ewig gebraucht vorhin. Und Spinne. Hallo, Spinni. Spinni, Spinni, das ist ein Tausendfüßler. Spinni, wo bist du? Da. Okay. Hübsche Spinne. Ein Klebeband erhalten. Eine Rolle reißfestes Klebeband, nützlich um Lecks oder offene Kabel zu reparieren. Auch Gaffertape genannt. Weiter alter Schuppen. Was ich gut finde, man muss hier nicht nochmal durch das komplette Waldlabyrinth laufen, um zum Hotel zu gelangen, sondern hat sich quasi den Weg gemerkt und kann da direkt zum Hotel durchlaufen. Boah, ich mag den Typ nicht. Weiter geht's. Okay, weiter in den Keller. Hallo, bin wieder da. So, Messflaschen. Bounce. Ich brauche einen Wasserbehälter, um die Flaschen zu füllen. Okay, dann müssen wir uns nochmal umsehen. Erstmal hier mit dem Klebeband. Yeah. Die Sicherung einbauen. Ah, okay, ich glaube... Okay, müssen wir den Wasserbehälter suchen. Mach aus. Mal schauen. An der Klippe gucken. Ach, wer hätte es gedacht? Uah, sehr gruselig. Achtet mal hier auf diesen und auf diesen Kopf. Die blinzeln. Nicht drauf achten, einfach anfangen. Krabben, Weizen, ein Augapfel. Welchen muss ich denn nehmen? Den hier. Nice. Okay. Ein Marienkäfer. Eine Kralle. Ja, eigentlich eine Schere, aber okay. Regenwürmchen, im Auge drin. Ein Dino. Ein Zapf. Eine Münze. Eine Schere. Eine Halskette. Und der Wasserbehälter hier hinten. Wasserbehälter erhalten. Eine große Plastikflasche mit Wasser. Ziemlich schwer. Spürnase. Okay. Für das Lösen von 5 Wimmelbildszenen ohne Tipps oder Feuer einzusetzen. Ach, nett. Ja, wir kriegen im Laufe des Spiels Trophäen. So. Ne? Wisst ihr Bescheid. Können wir uns freuen. Gehen wir mal weiter in den Keller wieder. So. Spitze. Ich muss 4 Einheiten in eine Flasche füllen. Aber wie? Okay. Machen wir mal hier den voll. Das ist rotes Wasser. Hm.
Lecker. Okay, hier sind jetzt 2 Liter drin. Machen wir den leer. So. Den nochmal voll. Nur noch ein Zug, dann habe ich genau 4 Einheiten. Also so ein paar Rätsel kommen einem bestimmt bekannt vor. Zum Beispiel das mit den 2 Wasserbehältern. Mal hier den 1 Liter wieder raus. Dann haben wir genau 4 Liter hier drin. Und jetzt kann ich das Gewicht ausbalancieren, indem ich die Flasche einfach hier drauf stelle. Pritzel, pritzel. Und jetzt mal gucken. Bounce! Problemlöser für das Lösen von 3 Rätseln ohne Verwendung der Lösenschaltfläche. Jetzt schnurrt der Generator wieder wie ein Kätzchen. Thanks. I would have never figured it out by myself. The phone in the lobby should be working now, so please go and call for help. Will you excuse me now? I need to check if anything else needs my attention. Okay. Ein Kohleofen? Wie alt ist diese Kaschemme? Ja. Sieht auch sehr lecker aus hier oben. Was ist das? Ein Aufzug. Ja. Da kann ich noch nicht hin. Ich muss erst mit dem Aufzug nach unten. Das funktioniert nicht. Okay. Ah, hier fehlt wohl was. Huch, das kenne ich ja noch gar nicht. Hallo. Okay, es dreht und dreht sich. Jede Wette, ich muss dieses Zahnrad in Bewegung setzen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich denke, dazu müssen wir erst noch andere, größere Zahnräder finden, um das alles hier in Bewegung setzen zu können. Heißt, das kriegen wir jetzt noch nicht hin. Mal sehen. Gehen wir mal zurück. In die Lobby. Hallo. My, my, it seems we have returned to the modern age. Undoubtedly you're doing many things. I think you'll find the phone is working now. Please, feel free to use it, if you think it would help. Ja, ganz bestimmt. Ne? Was wählen wir denn? 911. Also die Polizei quasi. Düt. We're sorry, but we can't process your connection. The location you're calling from doesn't exist anymore. Was ist denn nun los? Okay. Nobody's coming for you. How terribly unfortunate. You look rather pale. Indeed, as if you'd seen a ghost. Perhaps you need to lie down and rest. Fortunately, I believe we may have one free room after all. It was my assistant's room, but she can make other arrangements. You'll find it upstairs, room 106. And please, do not be startled by our more excitable guests. Notably, the elderly lady who moved in just before the dam collapsed. She may be a little eccentric. However, we must learn to live together. Particularly if we may find ourselves staying here for a while. Don't you think? Na toll. Der Besitzer hat mir den Schlüssel zu meinem Zimmer gegeben. Ich sollte mich dort ein wenig ausruhen. Okay. Huch, jetzt ist er weg. Gehen wir mal nach oben. Diese gruseligen Bilder zeugen von sonderbarem Geschmack. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ach, da wohnt bestimmt die... Quietschknacks. Zum Küchenkorridor kommen wir nachher noch. So etwas fällt oft genau dann zu Boden, wenn jemand darunter steht. Na, ich hoffe, das bin nicht ich. Die Tür ist verschlossen. Ach, wir brauchen den Schlüssel. Zack. Quiek. Ach, hübsch. Das ist also mein Zimmer. Ich rieche Parfüm unter all dem Staub. Mal gucken. Ich bin überrascht, wie nett alles aussieht.
Huch, jemand klopft. Wer könnte es sein? Why, hello there, darling. You must be the pretty new face everyone's talking about. I heard of your unfortunate luck. Just horrible. You're so pale. You should go to bed and rest. But say, maybe you'd like to visit lonely old me in my room when you're rested? We could have a tea and chat for a while. I could tell you a story or two about our beautiful city. Of course, I know it's in ruins now. I'm not crazy, honey. Oh, but I was an important person there once, when it was a prosperous community, and I knew all its secrets, even the nasty little ones. Oh oh, mir wird schwindelig. Was geschieht hier? Oje, da klappen wir um. Huch. Wow. Aha. Eine Statue. Ein Klavier. Netter Spielplatz. Hilfe. Was ist denn jetzt los? Wow. Diese Orte, diese Kirche, sie rufen mich. Okay, ich will da aber nicht hin. Wow. Okay. Nanü? Ich traue meinen Augen nicht. Etwas sehr Seltsames geht hier vor sich. Ach was, auch schon gemerkt. Ich kann ja die Lampe anmachen. Klick, klick. Was ist das? Triff mich an der Klippe. Aha. Wie war das?